Hallo, danke fürs Zuhören. Heute möchte ich gerne ein bisschen übers Spielen sprechen, also das Spielen mit unseren Kindern. Wenn die Kinder so klein sind, dann spielen wir ja oft ganz intuitiv mit ihnen. Wir machen Kukusida, brabbeln ein bisschen die Sprache nach. Ja, bewegen uns einfach ganz anders, wie wir das meistens mit unseren großen Kindern machen. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir gerade auch mit den größeren Kindern immer wieder ganz bewusst spielen, und ihnen diesen Moment schenken, als Moment der Liebe. Denn Spielen ist ja die ganze Kindheit über eigentlich das Zentrum des Lebens. Alles wird spielend erfahren. Und somit werden natürlich auch schwierige Themen im Spiel bearbeitet. Und indem wir das Spiel unserer Kinder mit der Nähe zu uns verknüpfen, also eine Verbindung mit ihnen schaffen im Spiel, helfen wir ihnen, Ängste aufzulösen, Aggressionen abzubauen, Erlebnisse, die schwierig waren, zu verarbeiten und stillen natürlich das Bedürfnis nach Bindung, nach Nähe und stärken das Gefühl, geliebt zu sein. Von dem her dürfen wir das Spiel mit unseren Kindern nicht als Zeitvertreib oder als Aufgabe oder als Zusätzliches betrachten, sondern tatsächlich als ein Geschenk der Liebe, in dem wir uns mit dem Kind verbinden, mit unserem Kind verbinden, und zwar genau mit dem, was es gerade ist, wie es gerade ist, und unserem Kind die Möglichkeit geben, im Spiel mit uns zu interagieren. Und da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Probiert es doch einfach mal aus, indem ihr euch zu eurem Kind setzt, wenn es gerade am Spielen ist, und euch von eurem Kind im Spiel anleiten lasst. Das heißt, dass nicht ihr bestimmt, sondern euer Kind darf in dieser Zeit das Thema, die Art des Spieles völlig bestimmen. Muss ich kurz schauen, was ich mir aufgeschrieben habe. Genau, dann gibt es natürlich Spiele, in denen ihr auf bestimmte Aktionen eures Kindes mit einer bestimmten Reaktion reagiert. Das heißt, es gibt diese typischen Spiele hier. Auf die Nase und dann kommt die Zunge raus. Mein Mittlerer liebt das beim Zähneputzen. Er liegt auf meinem Schoß, ich putze seine Zähne und er dirigiert meine Zunge. Die geht dann so. Wie er das gerne hätte. Und so wird auch das Zähneputzen zum Spiel. Das fördert die Bindung, das Vertrauen und stärkt das Machtgefühl. Kinder erleben sich ja oft als ohnmächtig in unserer Welt. Es wird viel über sie entschieden. Wir bestimmen, wann es wohin geht. Wir entscheiden, wann wir pünktlich irgendwo sein müssen. Wir entscheiden, wann sie sich anziehen sollen, wann sie essen sollen. In der Regel, wenn das Essen fertig ist. Und das sind sehr viele Situationen am Tag, wo sich das Kind als ohnmächtig erlebt oder als, ja, als ohnmächtig. Und in diesen Spielen und auch in den Machtumkehrspielen hat unser Kind die Möglichkeit, sich auch als mächtig zu erleben. Und das ist ein wichtiger Punkt, um Selbstvertrauen ranzubilden, um selbstbewusst zu werden. Machtumkehrspiele sind zum Beispiel, ja, wenn
euer Kind euch fangen darf oder erschrecken darf und sich als stärker und größer erlebt, als ihr es seid. Jetzt muss ich mal kurz pausen. Ja, genau. Machtumkehrspiele können auch ganz bewusst eingesetzt werden, um Aggression abzubauen. Dann kennt ihr natürlich diese Trennungsspiele. Mit dem Baby fängt man eben an, mit Kuckucksuhr, mit größeren Spielen, man verstecken. Das alles stärkt das Vertrauen in die Bezugsperson, in die Bindungsperson, dass es nach einer Trennung eben auch wieder da ist. Dann kennt ihr sicher diese Regressionsspiele, wo das Kind plötzlich sich nicht mehr anziehen kann und einfach wieder klein sein möchte und schwach sein möchte. Oder wenn ein Geschwisterchen kommt, ist es oft, dass das Größere dann auch wieder Baby sein möchte. Und spielt mit. Euer Kind erfährt dadurch sehr viel an Liebe und vor allem das Geschenk, auch wenn es schwach ist und mal nicht der Große oder die Große ist, so angenommen zu werden, wie es ist. Und so sein zu dürfen, wie es ist. Ja, in diesen Spielen können sie Kraft tanken, einfach mal bei Mama auf dem Schoß liegen und gestreichelt und gewogen werden und so wieder gestärkt in ihren Alltag als großes Kind zurückzugehen. Eine besondere Form von Bindungsspielen ist das Original Play. Das hat Fred Donaldson so ins Leben gerufen. Und dabei geht es vor allem um den Körperkontakt. So, zu Hause geht's weiter mit Original Play. Ja, das ist eine besondere Art des Bindungsspiels. Und es geht dabei vor allem um den Körperkontakt. Original Play ist entstanden aufgrund von Beobachtungen, wie Tiere miteinander spielen. Aber auch natürlich, wie Kinder miteinander spielen. Also zum Beispiel Hunde oder Tiger, Löwen, Katzen, wie sie miteinander spielen. Und auf dieser Basis ist ein Spiel entstanden, wie Erwachsene mit Kindern auch spielen können. Und ja, am besten probiert es einmal aus und legt euch oder setzt euch zu euren Kindern auf den Boden. Dann werdet ihr sehr schnell feststellen, dass eure Kinder sofort in einen Balg rauf, in diese Richtung in ein Spiel einsteigen. Also sie fangen an, auf euch rumzuklettern, sich mit euch auf den Boden zu wälzen. Und das ist eigentlich diese natürliche Art von Spiel. Sich im Körperkontakt achtsam miteinander bewegen, achtsam aufeinander eingehen und vor allem Spaß haben. Wie bei den anderen Bindungsspielen auch, ist Spaß oberste Priorität. Und ist auch da vom Erwachsenen ruhig ein bisschen unterstützt werden, dass gelacht wird und einfach eine ausgelassene Stimmung entsteht. Diese Spiele sind nicht dazu da, um ein gewünschtes Verhalten vom Kind zu bekommen, sondern dem Kind liebevoll zu begegnen und es im Spiel so anzunehmen, wie es ist. Das heißt, auch dieses Spiel, so wie das Kind es bringt, zu akzeptieren und einfach mitzuspielen. Das heißt, wenn ein Kind in seinem Spiel kämpft oder solche Dinge macht, dann muss es da wohl etwas loswerden. Und das kann es in diesem Spiel, wenn ihr mitmacht und wenn ihr diesen Kampf nicht verurteilt. Genau, das ist eigentlich so das Wichtigste von den Bindungsspielen. Erstens Spaß haben, zweitens viel lachen, drittens achtsam miteinander sein und also achtsam mit dem Kind sein. Und viertens
ohne Kritik, ohne Beurteilung, einfach mit dem Kind sein. In diesem Moment, mit voller Präsenz. Und dann kann etwas sehr Schönes entstehen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Danke fürs Zuhören.